Herzlich willkommen bei Ländle TV Diatag. Heute mit diesen Themen: Maria Neuschmidt im Sparkassen-Quizflieger. Vorarlberger Landeskrankenhäuser werben mit Go Vorarlberg. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport- sowie Wetterinformationen. Für eine gute Gesundheits- und Krankenversorgung braucht es nicht nur gut ausgestattete Spitäler, sondern vor allem qualifiziertes Personal. Dieses Ziel verfolgen die Vorarlberger Landeskrankenhäuser mit der Kampagne Go Vorarlberg. Mehr dazu erfahren Sie jetzt. Mit der Kampagne Go Vorarlberg starten die Vorarlberger Krankenhäuser ein umfassendes Maßnahmenpaket, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Sie betreiben ein umsichtiges und alle Berufsgruppen umfassendes Personalmanagement. Die Grundpfeiler dafür sind genaue Planung und Anpassung für den zukünftigen Bedarf an Mitarbeitenden, die Berücksichtigung gesetzlicher Vorschriften und das Haushalten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Eine zentrale Aufgabe ist es, bestausgebildete Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Im Kern geht es jedenfalls darum, dass wir ein attraktiver Standort sein wollen und sein müssen. Da geht es um gute Ausbildung, da geht es darum, den Leuten auch entsprechende Karrierechancen zu geben. Da geht es um einen Arbeitsplatz, wo man sich wohlfühlt, dass die Finanz auch stimmen muss, das haben wir gehört. Aber es geht auch darum, dass man Zeit hat für die Familie. Und vor allem geht es auch darum, dass man mit den Menschen redet und auf sie eingeht. Um gute Fachleute in den Bereichen zur qualitativ hochwertigen Patientenbetreuung zu bekommen, muss sich das Land Vorarlberg aufgrund seiner Randlage in Österreich und der Nähe zur Schweiz und zu Deutschland besonders anstrengen. Weil die Frage, ob die Patientenversorgung in der Zukunft eine gute im Land ist, hängt schon mit Räumlichkeiten zusammen, aber sie hängt ursächlich an der Frage Personal. Haben wir gut ausgebildete Ärzte und haben wir gut ausgebildete und genügend Personal im Bereich der Pflege? Beides ist für die Versorgung im Land das eigentlich Entscheidende. Und deswegen ist es wichtig, an die Öffentlichkeit zu treten mit Werbung, zu sagen, bei uns gibt es attraktive Möglichkeiten und es ist wichtig, auszubilden. Diese beiden Dinge muss man machen und dann gibt es einige andere Rahmenbedingungen, die ich erläutert habe, die natürlich für das gesamte Paket von Bedeutung sind. Euch wünsche ich mit der Kampagne viel Erfolg. Sie ist neu aufgemacht. Go Vorarlberg ist spannend, ist überhaupt ein guter Slogan eigentlich und wird sicher auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregen. Soweit zur Kampagne Go Vorarlberg. Weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Seit der Wahlaufhebung der Bundespräsidentschaftswahl im Juli ist es in einigen Bundesländern zu umfangreichen Umbesetzungen von Wahlbeisitzern gekommen. In Tirol und Vorarlberg kam es zu Neubesetzungen von jeweils mehr als 20% der Wahlhelfer. Von den insgesamt 72 Beisitzern und Ersatzbeisitzern wurden in Vorarlberg 15 Personen ausgetauscht. In Vorarlberg seien nach der Bundespräsidentenstichwahl nicht mehr Beisitzer ausgeschieden als bei anderen Wahlen, sagte ÖVP-Geschäftsführer Dietmar Wetz auf APA-Nachfrage. Die Fluktuation ist eher altersbedingt. 4 noch ungeklärte Raubüberfälle sind dieses Jahr im Landkreis Lindau verübt worden. Die Spurensicherung nach dem Überfall auf die Volksbank in Opfenbach im Allgäu sei noch nicht abgeschlossen. Laut den erkannten Verhaltensmustern und der Kleidung bestehe aber starker Verdacht, dass es sich bei dem Täter um den Vorarlberger Postkartenräuber handle. Pressesprecher der Landespolizeidirektion Bregenz, Horst Spitzhofer, zur Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen. Ja, die Ermittler des Landeskriminalamtes hier und der Kriminalpolizei Lindau arbeiten sehr eng zusammen. Also hier findet schon eine gemeinsame Zusammenarbeit statt. Wie gesagt, eine Sonderkommission musste deshalb noch nicht eingerichtet werden. Und am Montag wurde das neue Präsidium der Wirtschaftskammer Vorarlberg aufgestellt. Hans-Peter Metzler wurde einstimmig zum Präsidenten gewählt. Neue Vizepräsidenten sind Petra Kreuzer und Michael Grahammer. Landeshauptmann Markus Wallner gratulierte dem neuen Wirtschaftskammerpräsidenten. Er sehe der Zusammenarbeit zuversichtlich entgegen. Im Sparkassen-Quizflieger geht es nach wie vor darum, den Spendentopf für ein Pflegebett zu füllen. Diese Woche stellte sich die Kabarettistin Maria Neuschmidt den Fragen von Andreas Seeburger und Raphael Nagel, den Flying Experts. Einen Ausschnitt vom Sparkasse-Quizflieger sehen Sie jetzt. Das müsste jetzt ein Berg sein, der für dich, du hast ihn ja eh schon genannt. Ja. Jawohl, jetzt kommt der... Was wäre das? Das wäre die Gurtenspitze. Rumpel die Pumpe. Rumpel die Pumpe, 100 Euro. Wieder 200 Euro. Im Pott, wir fliegen jetzt im Steigflug schön dran vorbei.
Jetzt haben wir, da sind sogar Leute oben, sie Gute winken. Spitze, jawohl. Vorgezeichnet. Ah, und jetzt sehen wir den Sattel rechts unten. Das ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel, weil es sehr schnell zu erreichen ist. Also da gehen die Leute sehr gern mal kurz den Sattel. Ja. Jawohl. Und vorne auf 1 Uhr Position. Sattelköpfe haben wir da, oder? Rechts. Genau, ja, das sind die Sattelköpfe. Das sind dann die Hohnköpfe, ja. Sattelköpfe oder Hohnköpfe. Genau, ja. 200 Euro. Dann haben wir kommen wir jetzt zum Galinerkopf. Und welcher ist der Galinerkopf? Ja. Da mit dem Kreuz oben jetzt rechts auf 1 Uhr, oder? Ja, wunderbar. Jawohl. Wer wäre ja, Nummer 3 gefragt? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Der Galinerkopf. Von vorne unwahrscheinlich steil, von hinten ein sanfter Hügel. Ja. Imposante Felsformation. Ja. Ja, auch zum Galinerkopf hätten wir noch einige interessante Fakten. Sehr gut. Liegt auf 2198 Meter, im Rätikon natürlich, und der Grenzpfeiler, also ist ein Grenzpfeiler zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Vorarlberg. Wie viele Berge Maria Neuschmidt erraten hat, beziehungsweise wie viel Geld sie in den Spendentopf einspielen konnte, das sehen Sie beim Sparkasse-Quizflieger am Dienstagabend um 20 sowie um 22 Uhr sowie am Mittwochabend um 21 Uhr. Und bei uns geht es nun weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Freude und Leid bei den Fußballerinnen des FFC Verfester Vorderlands. Nur wenige Tage nach dem sensationellen Aufstieg ins ÖFB Ladies Cup Halbfinale wurde bei Innenverteidigerin Hanna Weiß ein Kreuzbandriss im linken Knie diagnostiziert. Auch um Michelle Knapp wird bei den Vorderländerinnen noch gebankt. Knapp schied beim letzten Spiel im ÖFB Cup ebenfalls verletzt aus und wird sich am Freitag einer MRT-Untersuchung unterziehen. Hammerlos dagegen für das Halbfinale im ÖFB Ladies Cup. Dieser beschert der Sommertruppe am Ostermontag, den 17. April, den aktuellen Zweiten der Frauenbundesliga, den NÖSV Neulengbach. Gegen den Bundesligisten geht es dann im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Das war's vom Sport, und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Die großen Fragen der Menschheit behandelt der Dornbirner Rudolf Seewald in seinem jetzt erscheinenden Buch. An der dafür nötigen Erfahrung mangelt es dem Autor nicht. Er wird am 1. Dezember 100 Jahre alt. Vorarlbergs Unfallversicherungszahler sind Österreichs größte Nettozahler, wie eine parlamentarische Anfragebeantwortung zeigt. Der millionenschwere Kreisverkehrsbau zwischen Bürs und Bludenz ist in der Warteschleife. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Sparkasse Quizflieger und dem Rundflugteam Flugplatz Hohenems. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 8 und 17 Grad. Der Wind weht mit 11 km/h aus Süd-Südost. Morgen Mittwoch wird der Föhn schwächer und ist nur mehr in den klassischen Föhntälern zu spüren. Es wechseln höhere Wolken mit etwas Sonnenschein und es ist nach wie vor deutlich zu mild für diese Jahreszeit. Am Donnerstag ist es nach wie vor föhnig, sehr mild und einigermaßen sonnig. Es queren Wolkenfelder, die zeitweise dichter sind und die Sonne merklich abschatten. Der Freitag gestaltet sich bewölkt im ganzen Ländle. Und auch am Samstag ist es bedeckt bei 5 bis 9 Grad.